Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Kingdom Hearts E93-Stufe. Ich bin erstmal hier zurück zu den Nestplätzen gegangen, beziehungsweise ist es wahrscheinlich aber nur der Punkt, wo er Catcher getroffen hat. Und da hinten sehe ich noch eine Truhe, die ich mir holen kann. Yep. Ob ich auf dem richtigen Weg bin? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist meine größte Herausforderung bei solchen Spielen. Nein. Den richtigen Weg zu finden. Deshalb mag ich auch Spiele, wo man eine Vogelperspektive hat, weil da kann man sich nicht wirklich viel verlaufen. Zwar auch, aber man hat eine bessere Übersicht. Oh, die Welpen. Wir haben die Welpen gefunden. Wunderbar. Nur, wie geht's jetzt zurück zu den... zum Baumhaus? Wahrscheinlich war das auch mehr ein Hinweis. Ich muss Keshak so hinterherhüpfen, oder? Yep, springen. Und springen, und springen, und springen, und springen, und springen, und springen. Wow. Das geht ja wie gehupft, wie gedupft. Wo bin ich jetzt? Bin ich hier richtig? Soll ich da dran hüpfen? Ich bin mir gerade unsicher, was ich machen soll. Ach, da hoch. Ich seh's. Ja, ich seh's. Okay, da wo die hell... Mammutbaum. Da, wo die hellen Blätter sind, da muss ich hin. Ja, das sieht gut aus. Also ich war auf dem richtigen Weg und dann bin ich einmal zurückgegangen. Wieso auch immer. Und hepp. Ach, komm doch. Da kann man einfach hoch. Danke für den Hinweis, Goofy. Baumhaus, jawohl, es geht doch. Schön, wenn es am Anfang eines Parts klappt. Warte, Kerchak, bitte! Das ist ein Missverständnis. Ich habe nur versucht... da kam meine Schlange an. Ich habe dem armen Gorilla das Leben gerettet. Eine Schlange. Ja klar, wo ist hier diese Bitte an, diese vermeintliche Schlange, hä? Clayton, hör doch auf zu lügen, du alter Sack, du. Yep. Echt, das ist... Warum haben die überhaupt so jemanden mitgenommen? Ja, gut, sie brauchen jemanden, um sich zu beschützen, aber... Sollten sie dann nicht jemanden nehmen, der nicht darauf aus ist, hier Gorillas zu jagen? Hm? Weil ganz ehrlich, so wie der aussieht, na gut, vom Aussehen kann man noch nicht wirklich urteilen, aber sie müssen doch irgendwie sich informiert haben, was der alles schon vorher gemacht hat. Und wenn man dann weiß, oh, der ist ein Jäger, der hat schon einige Jagdtrophäen an sich gerissen. Hm? Hätte man sich doch denken können, was der vorhat. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder... Mammutbaum, wieder zurück. Was müssen wir jetzt machen, ne? Wo müssen wir hin? Wieder zum Zeltlager zurück. Was ist das denn? Eine verwelkte Blüte. Soll ich ein bisschen draufspucken, damit sie Wasser haben? Hier überall fehlt Wasser. Ob sie etwas versteckt? Kann man da irgendwie auch von, na gut, Neugier oder Paranoia reden, wenn man denkt, oh, das ist eine verwelkte Blüte, da muss sicherlich etwas drin sein. Na, da kann man da hochklettern? Nö? Na, ich glaube, der einzige Weg ist jetzt wirklich zum Zeltlager zurück. Und dann werden wir wahrscheinlich sehen, wie die Jane darauf reagiert, was der Clayton gemacht hat. Ja. Dschungel-Eingang. Hm? Moment. Wo muss ich... wo zeigt mir das gerade an? Servus, Goofy. Wo zeigt mir das an? Dschungeleingang? Tag. Ach, da oben.
zeigt mir das an. Okay. Oder da unten. Da unten war es. Jawohl. Also, dann bin ich wieder hier. Nee, ich möchte erstmal wieder hoch. Ich glaube, da war noch ein... Ich weiß nicht, war da jetzt nur da in so einem Baumhaus oder war noch was anderes gewesen? Ich schau mal, da ist das Baumhaus. Schöne Aussicht. Ich möchte halt nur sicher gehen, dass ich jetzt nichts verpasse. Hier war das Baumhaus. Da drüben ist noch ein Eingang, aber da komme ich jetzt so nicht hin. Ich vermute, die Blütenblätter werden mir wahrscheinlich als Plattform oder Plattform dienen, damit ich dann drüber klettern kann. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich die Abkürzung über das Baumhaus. Ich sehe das Triotech, aber sind wahrscheinlich... Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur extra Punkte sind. Aber dafür jetzt extra Donut dann rausholen, mache ich nicht. Auch wenn es nicht lange dauert. Ich bin wirklich... Nee. Ich bin da ungeduldig. Beziehungsweise habe ich keine Zeit für sowas. Hui! Unbeschadet landen wir. Ist eine tolle Sache. Sicherheitshalber mal abspeichern. Kann nicht schaden, kann nicht schaden. So. Dankeschön. So. Ja, ich merke schon, Kingdom Hearts ist so ein Spiel. Man muss alles wirklich in der richtigen Reihenfolge machen, damit was passiert. Wahoo! Okay, anscheinend kann ich da durchgehen, ohne dass sie mir schaden, oder? Yep. Hui! Spreng! Spreng! Autsch! Wie soll man da so schnell zweimal hüpple, so lange wie man in der Luft ist? Ob das gut geht? Keine Ahnung. Ach, wisst ihr was? Ich mach es. Status. Ne. Tagebuch. Das habe ich mir lange nicht mal angeschaut. Charaktere. Herzlose. Wie viele wir da haben? Pyro-Zipfler. Zipfler? Die heißen Zipfler? Pufungi. Ein merkwürdiger Herzloser, der anhänglich zu sein scheint. Von friedlicher Natur tut er niemandem etwas zu leide. Verschenkt des Öfteren Items, wenn man ihn von seinen Qualen befreit. Aha. Schattenborn. Eine Quelle der dunklen Macht, der mit einer Armee Schattenlurch auf Soras Insel einfiel, als diese von der finsteren Dunkelheit verschluckt wurde. Mit seinem neuen Schlüsselschwert konnte Sora ihn mit Litzerkraft besiegen, aber Dunkelheit entsteht überall. Dort, wo das Licht nicht scheinen darf. Aha. Stelzenknüppler, so hieß der, tauchte im Wunderland auf und behinderte die Suche nach Alice. Sah sich als Artist, der sich selbst Tische und Stühle zunutze machte, um seine Gegner zu attackieren. Mit seinen schwingenden Keulen versuchte Sora, seine Freunde kurz und klein zu schlagen. Ja, so habe ich gemerkt. Karte Pink, Herr Knauf, Herkules. Das finde ich schon cool. Sabo, ein Leopard vor dem Sicht, der ganze Dschungel fürchtet. Ein Feind Tarzans und der Gorilla. Sabo ist ein gerissener Jäger. Ein gerissener Jäger, so ein Mann, der es auf die Schwachen und Hilflosen abgesehen hat. Na klar, er ist ein wildes Tier. Ein Tarzan, ein junger Mann, der von Affen aufgezogen wurde. Seine Gorilla-Mutter ist Carla. Tarzan sprach nur die Gorillasprache, bis er Jane traf. Seitdem lernt er sehr schnell die menschliche Sprache. Auch interessant, wie er so schnell die menschliche Sprache erlernen kann. Ich wollte eigentlich meine Konfiguration. Berserker. Wie kann ich... Ach stimmt, ich wollte ja bei Ihnen ausgeglichen. Ich glaube, ich wollte bei Ihnen... Mal sehen, nee. Ausgeglichen. Bei ihm ist ausgeglichen. Offensiv, defensiv, bedacht, ausgeglichen. Original. Ja, ich glaube, bei ihm mache ich auch mal original und auch bei Donald mache ich wieder original. Und wie mache ich jetzt... Kann es sein, dass ich die Einstellung des Teams nur am Anfang auswählen kann? Geht es? Verstehe ich das richtig? Kamera... Spielmodus, Profi, normal, eine Voreinstellung. Was? Vibration aus, Fahnenkreuz,
Gibt's ein Auto? Ah, Servus. Ein. Das war gut abgewehrt. Alter, du gibst auch keine Ruhe, oder? Autsch. Ja. Ja. Oh, tragbare Items plus Charmeur. Charmeur? Was bitte ist Charmeur? Was habe ich dann? Rotator? Nähert sich seinem Ziel und führt einen heftigen Rotationsschieb aus. Okay, ausrüsten, danke. Ja, hallo meine Zuschauerinnen und Zuschauer, hier 93 Stuhlwehr. Leider, wie es aussah, ich entschuldige mich wirklich zutiefst dafür, gab es technische Schwierigkeiten, keine Ahnung warum, wodurch dann die Aufnahme gestoppt hat, was mir leider erst am Ende des Parts aufgefallen ist. Das heißt, die Hälfte des Videos habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Deshalb werde ich mal kurz zusammenfassen und dann euch die Cutscene zeigen, was passiert war. Also, wir waren wieder in das Zelt hinein. Die Jane hat dem Clayton eine Standpauke gegeben, wie er es erwarten kann, die Gorillas anzugreifen. Er hat gesagt, nein, 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 das ist doch nur ein Missverständnis gewesen. Sie hat gesagt, nö, sie dürfen sich jetzt zukünftig nicht mal den Gorillas nähern. Er ist rausgegangen, hat gesagt, oh, ich werde diese Gorillas finden und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich würde sogar mein Leben dafür verwenden. Er hat irgendwas im Dickicht rascheln hören, hat geschossen, wir sind rausgerannt und dann sind die Herzlosen in Form von Affen dann umhergefahren und haben die Gorillas bedroht. Wir sind hin und her gegangen, haben sie bekämpft. Die Jane hat gesagt, oh je, hoffentlich geht es dem Gorilla im Baumhaus gut. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Baumhaus, um sie dort zu beschützen. Und ich vermute, dort wird dann der Clayton, wahrscheinlich der Boss, mit dem nächsten Herzlosen warten. Und ja, tut mir leid, dass diese Ausgabe leider etwas kurz ausgefallen ist oder kürzer gesagt als sonst. Aber die technischen Schwierigkeiten, die bleiben, da bleibt niemand davon verschont. Ich hoffe dennoch, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen von Kingdom Hearts. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wie gesagt, zeige ich Ihnen jetzt noch die Cutscenes, was Sie verpasst haben. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, Ihr 93 Joro. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye. Wie konnten Sie das nur tun? Hören Sie, Miss Porter, ich hatte es doch nicht auf den Gorilla abgesehen. Wehe, Sie wagen sich wieder in die Nähe der Gorillas. Alles wegen so einem kleinen Missgeschick. Kommen Sie. Was mache ich bloß mit diesen Schwachköpfen? Diese verfluchten Gorillas. Ich werde sie alle zur Strecke bringen. Alle! Ich werde sie schon irgendwie aufstöbern. Darauf verwette ich mein Leben. Hm?